Hey Leute, heute haben wir für euch 5 Rätsel aus dem 18. Jahrhundert, an denen wir auch heute noch verzweifeln. Los geht's! Nummer 5. Karl und Lisa essen Pflaumen. Wenn Karl Lisa nun 2 Pflaumen gibt, haben beide gleich viele. Wenn aber Lisa Karl 2 Pflaumen gibt, dann hat Karl doppelt so viele Pflaumen wie Lisa. Wie viele Pflaumen haben die beiden? Die Lösung: Karl hat 14 und Lisa 10. Wenn Karl Lisa 2 gibt, haben beide 12. Gibt Lisa jedoch Karl 2 Pflaumen ab, hat sie nur noch 8 und Karl hat 16, also doppelt so viele. Und die Nummer 4. Auf jedem Baum sitzt ein Vogel und ein Vogel hat keinen Baum. Würde man nun auf jeden Baum 2 Vögel setzen, wäre ein Baum frei. Von wie vielen Vögeln und Bäumen sprechen wir hier? Lösung: Die Rede ist von 4 Vögeln und 3 Bäumen. Am Anfang sitzt auf jedem der Bäume ein Vogel und einer bleibt übrig. Verteilen sich jetzt die 4 Vögel jedoch immer zu zweit auf die Bäume, dann bleibt einer frei. Und die Nummer 3. 2 Väter und 2 Söhne kaufen 3 Hasen. Jeder von ihnen bekommt einen. Wie ist das möglich? Lösung: Es handelt sich hier um einen Jungen, seinen Vater und seinen Großvater. Kommen wir zur Nummer 2. Ein Vogel fliegt voraus und 2 hinterher. Einer fliegt hinten und hat 2 vor sich und einer fliegt zwischen 2 anderen. Von wie vielen Vögeln sprechen wir hier? Lösung: Natürlich reden wir hier von 3 Vögeln, die hintereinander herfliegen. Okay, ja, war ein bisschen gemein, machen wir schnell weiter mit der Nummer 1. Das ist Max. Wenn du sein Alter mit 2 multiplizierst und noch einmal die Hälfte draufrechnest, kommst du auf 10. Wie alt ist Max? Lösung: Max ist 4 Jahre alt. 4 mal 2 sind 8 und 8 plus 2 sind 10. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch mal einen Daumen nach oben, denn dann wissen wir Bescheid. Hier haben wir jetzt noch weitere coole Rätsel für euch. Zum Anschauen einfach in die Mitte auf das Video klicken. Und damit war es das auch schon wieder für heute. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.